Es ist knapp 2 Jahre her, da versprachen die deutschen Bischöfe, sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche endlich aufzuklären. Immer neue, erschreckende Fälle hatten zur schlimmsten Vertrauenskrise geführt. Unabhängige Wissenschaftler wie das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen sollten die Akten aufarbeiten. Doch der Auftrag ist gekündigt, nachdem der Chef des Instituts, Christian Pfeiffer, der Kirche Zensur vorgeworfen hat. Die Bischofskonferenz versucht sich heute in Schadensbegrenzung. Das Forschungsprojekt zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bereich der katholischen Kirche wird selbstverständlich fortgesetzt. Ob ohne Pfeiffer oder mit Pfeiffer, steht hier nicht zur Sache. Wir haben Herrn Pfeiffer heute gekündigt, weil das Vertrauensverhältnis völlig desolat ruiniert ist. Und wir werden dieses Projekt selbstverständlich auch in unserer eigenen Selbstverpflichtung, eine Aufklärung zu bewerkstelligen, mit einem anderen Partner fortführen. Den Missbrauchsskandal ins Rollen gebracht hat 2010 Pater Klaus Mertes, als er Missbrauch an seinem Berliner Jesuitenkolleg untersuchen ließ. Heute ist er enttäuscht. Das hat eben einfach eine ermüdende Wirkung, also dass jetzt durch diese Geschichte wieder so ein starker Vertrauensverlust entsteht. Und das tut mir wirklich weh. In dieser Freiburger Beratungsstelle für Opfer sexueller Gewalt war man bislang zufrieden mit der Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche vor Ort. Doch die Entscheidung der Bischofskonferenz sei ein schlechtes Signal an die Opfer. Wenn man jetzt auf die Opferseite guckt, dass da viele desillusioniert sind und sagen, wir haben nichts anderes erwartet. Es war schön für die Öffentlichkeit, das rüberzubringen, und letztendlich passiert ja doch nichts. Für die ist es nochmal eine Enttäuschung. Die katholische Kirche sucht jetzt nach neuen Wissenschaftlern, zu denen die Bischofskonferenz mehr Vertrauen hat.